Bin ich jetzt gestorben, weil ich da jetzt an die Dornen kam? Aber da oben ist doch gar nichts. Da oben sind gar keine Dornen. Da ist doch nur ein Stück vom Baumstamm. Strange. Was passiert hier? Sollen das immer noch die Nebel sein? Die jetzt quasi den gesamten Ort verändern, oder wie, oder was? Aber das machen Nebel normalerweise nicht. Es sei denn, diese Nebel haben irgendein Halluzinogen in sich. Oder es ist die Darstellung des Nebels. Sprich, die Map ist dieselbe, aber hey, irgendwie muss doch dieser Nebel verwirren einen, oder nicht? Ja, das kann natürlich sein. Hey, ich habe, glaube ich, die Quelle von dem Ganzen gefunden. Azus Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Lanterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Was eine verhüllte Lanterne? Meinst du, da wo ich Dingensbums, da irgendeinen Weg finden muss, um das auszuschalten, oder was? Den ganzen Nebel? Oder nee, Quatsch, nicht ausschalten, einen Weg finden muss, um es einzuschalten, so. Warte mal, hier geht's ja gar nicht rein. Karte. Ey, aber ich weiß wenigstens, dass die Karte irgendwo nach oben geht. Ja gut, wo soll ich denn jetzt hier hin? Ah, ja, wahrscheinlich muss ich wieder zurück. Oder auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier war ich, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube nicht. Nein, hier war ich nicht. Hallo, kannst du mal rotzen? Mach mal hin. Das war ein bisschen... Ja, danke. Nein. Oh Gott, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Ich habe vergessen zu speichern. Oh, super. Ich finde es ja gut, dass dann halt dann der Spieler dann dazu immer wieder erinnert wird, hey, speichern, sonst musst du alles wieder machen, aber auch gleichzeitig echt ultra nervig, wenn man überhaupt nicht dran denkt. Ja, jetzt ein bisschen früher oder später machen soll, nicht jetzt. Ist doch noch was? Nein. Ach ja, kann ich nicht. Solange die rotzende Tentakel da ist, kann ich nicht speichern. Oh, okay, ich darf gar nicht speichern. Dann gehe ich halt nach rechts und speichere da. Geht doch. Weil die olle Kugel da oben wiederholen, habe ich keinen Bock. Ob man eigentlich einen Erfolg bekommt, jeden einzelnen Gegner besiegt zu haben hier im Spiel? Theoretisch müsste es sowas geben. Ich mir vorstellen, das würde dann auch so ein bisschen erklären, warum man eigentlich die Erfahrungspunkte immer noch bekommt, ohne aber Erfahrungspunkte zu kriegen. So als kleiner Indikator, hey, den Gegner hast du bereits besiegt, den brauchst du nicht nochmal killen. Maybe. Vielleicht aber auch nicht. Hi, Frosch. Weißt du, dass einer von deinen Froschkollegen die ganze Zeit im Wald am Rumtwirken ist? Da weißt du, glaube ich, selber noch nicht mal, ne? Oh, da war ein Dorn. Verdammt! Mann, immer diese blöden Minen. Vor allen Dingen ist es recht schön, wenn man die nicht sehen kann, weil die jetzt hier hinter diesem Schwarzen sind. Komisches Schleimgebilde war aber gerade sehr schnell tot.
Ahnung, was ich jetzt rausbekomme, aber irgendwas Tolles wird schon drin gewesen sein. Warum müssen ausgerechnet hier so viele von diesen dämlichen Schleimminenbombern da sein? Ja. Ja, klar, in dieselben Mist dann nochmal reingesprungen. Sind das nervige Gegner? Weißt du, die machen nichts super Besonderes, sondern eigentlich nur irgendetwas, wo der Spieler dann größtenteils selber schuld ist, wenn er dann da reinlatscht. Aber trotzdem, oh ja, klar. Ich habe niemand bemerkt, dass er da jetzt gerade einen hingeworfen hat, wo ich stehe. Ja, es sind echt nervige Gegner. Ah, kann ich einfach runter. Da rechts lang geht's auf jeden Fall nicht, aber da rechts ist Dingensbums, glaube ich, dieser komische Gang, den ich nicht öffnen kann derzeit. Oder vielleicht auch schon mit der Fähigkeit, die ich jetzt bekomme. Tatsu, er klomm immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Okay. Was genau bekomme ich jetzt? Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlang laufen. Oh. Würde man gerne haben, wenn man walljumpt. Was? Warum geht das denn nicht? Drücke und halte RT um eine Wand und... Was? Ja, aber ich kann nicht! Die Pilze gehen weg! Hä? Ich verstehe das nicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich speichere lieber mal. Ah, okay. Die reagieren auf meinen Sprung. Aber nicht auf den Doppelsprung. Ach so, oh Gott, ja. Hochklettern. Ja, hey, ich habe das Klettern erlernt. Ich habe nicht nur das Festhalten gelernt, sondern auch das Hochklettern. Ja, krass, ne? Ist zwar echt merkwürdig, aber wenn man logisch es betrachtet, macht es echt ziemlich viel Sinn. Weniger macht es Sinn, dass dieser Frosch gerade einfach in die Dorn reingesprungen ist. Oh Mann, ey, dieses Spiel manchmal, ne? Achso, ja, die Karte ist ja immer noch nicht. Okay. Stürz einfach in den Tod. Ne, da hochklettern kann ich auch nicht. Brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil ich wieder tot bin. Denk dran, ich kann klettern. Schön, dass er denselben Fehler immer wieder macht. Oh nein, nicht der da. Ach so, der explodiert. Warte mal, warte mal, warte mal. Springen wir da rein. Nein, 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 nein. Ich mag diese Pilze nicht, die auf mich reagieren. Könnten die nicht einfach so regungslos wie immer sein und einfach nur in der Gegend rumhängen oder stehen oder wachsen? Oder keine Ahnung, was so Pilze eigentlich sonst so machen den ganzen Tag. Ja, geht doch. Ich kann da drauf stehen? Nein, du gehst woanders hin. Lebt der allen Ernstes? Ich kann auf jeden Fall keine Seelenverbindung erzeugen. Der lebt noch. Ich hab den nicht in die... Seriously? Why? Du sollst sterben. Dafür habe ich dich doch da einfach die Dorn runtergeschmissen. Damit ich deine Erfahrungspunkte bekomme. Nicht, dass du da woanders dir jetzt ein neues Leben aufbaust.
Verdammt. Wenn manchmal nicht die A-Taste bei mir so blöd wäre. Oder kommt mir das einfach nur so vor? Ich weiß es nicht. Irgendwas, meine ich, ist mit meiner A-Taste los. Weiß nur nicht genau was. Wait. Ah, okay. Ja, dass der jetzt lebt, ist natürlich klar. Wie, der verschwindet nicht? Okay, nach Zeit. Ich glaube, ich hätte vorher schon hier springen können, oder? Irgendwie meine ich, hier hätte man schon vorher hinspringen können. Lieber speichern. Was hat sich denn jetzt wieder verändert? Hi. Jetzt kannst du aber sterben. Nein. Der hat mich immer noch getroffen, verdammt. Geil, ich habe Laser gefunden. Ob das jetzt wirklich so toll ist, ist aber eine andere Frage. Wo? Die Pilze sind da oben. Ah, okay. Nee. Wie soll das denn gehen? Das ist ja fast wie, was war... das war aber nicht so geplant, Chef. Also... verdammt! Der hat mich allen Ernstes auch noch getroffen. Ja, geil. Wie soll denn... Das ist doch jetzt nicht dein Ernstspiel, oder? Sag mal. Bleib da hinten. So jemand wie dich, der die ganze Zeit rumspringt und einen nervt, kann ich nicht gebrauchen. Aber wenn ich jetzt springe, dann... ach, warte mal. Ja, der zweite Sprung löst ja nichts aus. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Es ist ja toll! Ich hab meinen Bus verpasst. Nein! Wie oft soll ich das noch sagen? Ach was, wie? Dich kann ich nicht so weit werfen? Okay. Blöde Schleimklumpen hier. Tschö. Ach, dich kann ich werfen? Tschö. Ich sollte darüber. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie einfach nur Hintergrund gewesen. Ich hätte vielleicht lieber die Gelegenheit nutzen sollen, da zu speichern. Egal, ist jetzt auch zu spät. Ah, hier ist Boden. Dann kann ich es ja jetzt machen. Ist da hinten irgendwas? Da ist, ist irgendwas Rotes am Leuchten. Ah, warte mal. Wenn du schon nur am Rumspucken bist, dann kann ich auch direkt nach oben kommen. Aber irgendwie... ich glaube, da oben ist nichts. Da ist aber so eine große Kugel. Aber ich glaube nicht, dass man da derzeit hinkommt. Oder zumindest nicht auf diesen Weg. Ich sterbe. Die Lampen hat man vorher sehen können, oder? Ja.
Hi! Hier muss doch eine Wand sein, oder nicht? Hier ist bestimmt irgendwo eine unsichtbare Wand. Nicht unsichtbare Wand. Eine falsche Wand, so rum. Toll, dass das Ding mich trotzdem getroffen hat. Okay. Jetzt hat sich dieser Ort mehr oder weniger zu einer Art Arena umgewandelt. Warte mal. Ist da unten was Neues? Kann's leider nicht wirklich erkennen, aber ich schätze mal nicht. Da hat sich nichts verändert, richtig? Nein, hier ist alles beim Alten geblieben. Warte mal. Ah, vielleicht doch lieber von anderer Seite. Ich hab doch gewusst, dass hier irgendwo eine falsche Wand ist. Verdammt, falsche Richtung. Ja, gut. Oh. Verdammt. Ich hab vergessen zu speichern. Ja, klar. Und hier oben ist wieder so eine Minenschnecke, wa? Ja, da neben mir ist wieder so ein Ding. Ja, und da springe ich auch schön wieder rein. Da speichere ich doch lieber mal. Den Schaden hätte ich jetzt eigentlich vermeiden können. Was? Oh. Das dürfte ein bisschen schwierig werden. Oder auch nicht. Dachte, es wird schwieriger. Ist da noch irgendwas? Nein. Ciao. Ah ne, warte mal, da oben sind Stacheln. Kannst du mal nach oben springen? Oder stürz dich einfach in den Tod, in den Stacheln, wo ich dich eigentlich sowieso gerade reinschmeißen wollte. Gut, das ist mir auch recht. Ich muss hier oben lang, okay. Dann gehe ich erstmal da links. Wo sowieso nicht gerade sehr viel ist, außer ein Oller Kristall. Gut, dann speichere ich halt. Achso, da ist es gar nichts. Gut, dass ich sowieso hier in der Nähe gespeichert habe. So langsam wird es mir ein bisschen zu blöd. Sag mal. Na geht doch, meine Güte, was war daran jetzt so schwer? Spring dahin. Und noch einmal, weil es so schön war. Du lebst? Ah, ja toll, jetzt habe ich da unten zwei Gegner und da diese komische Schleimkugel. Ja, toll. Okay, der eine Frosch ist weg vom Fenster, das ist schon mal schön. Hörste! Ich hab gedacht, ich wäre tot. Lieber mal eben fix speichern. Na, da kann ich nicht hoch. Ja, toll. Nein, halte. Gut, dass ich gespeichert habe. Hey, warte mal, den Satz kenne ich irgendwo her. Thank you.
Geh mal dahin. Ich habe gehört, die Luft soll da ganz gut sein. Na ja, klar. Wie kann ich denn da drüber springen? In diesem Spiel, da sieht man den Skill von mir. Der offenbar so gut wie nicht vorhanden ist. Warum hat er eine Wand, die nur nach rechts geht? Ha, bestimmt nicht weiter wichtig. Weil irgendwie meine ich, wenn ich ja jetzt rechts an die Wand gehe, an dieser komischen Pilzwand hier, dass ich theoretisch da irgendwo eine Fake-Wand habe, vielleicht? Gut, dass ich gespeichert habe. Und tschüss. Da die einfach weiterrollen. Haben die keinen Selbsterhaltungstrieb? Oder warum stürzen die sich so blindlings in den Tod? Wo muss ich hin? Ich weiß auf jeden Fall, dass da links noch ein Weg ist, aber ich glaube, da kann ich, glaube ich, nicht hin, oder? Oh, doch. Okay. Springe du mal da rein, ja? Danke. Und du kannst deinen eigenen Mist wieder fressen. Naja, falls ich den treffen würde. Ja, wohin, ne? Ist ja gar nichts. Was? Ah, hi, hi. Miniboss. Ach, was wie? Zwei von euch auch noch. Okay. Schädigt ihr vielleicht bei Gelegenheit euch sogar gegenseitig? Das wäre echt nice, wenn ihr das machen würdet. Bei einer von denen hat komischerweise ziemlich viel Gesundheit schon verloren. Ich weiß nicht mal warum. Wo führt's mich denn jetzt hier hin? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall nicht dahin, wo ich hingehen soll. Ach, hier ist Dingensbums. Ist das die Lanterne? Auf jeden Fall ist es nicht da, wo ich hingehen sollte. Aber... Ach nee, warte mal. War das nicht das, was man vorhin oben sehen konnte? Nee, warte mal, hä? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, dadurch, dass der ganze Ort sich immer ändert, weiß ich nicht so genau, wo ich jetzt gerade eigentlich bin, aber okay. Ach, das Ding trage ich jetzt. Muss ich das da rechts hindrehen? Ich glaube ja. Was? Ach, ich habe gar nicht gesehen, dass da Stacheln waren.